Ja, wir sind hier in Lahnstein beim Lahnsteinchen. Das ist der Lego-Laden der Caritas-Werkstätten für den Betrieb der Menschen mit einer seelischen Behinderung. Wir verkaufen Neuware und wir zerlegen Neuware in Einzelteile, die man über den Bricklink-Store kaufen kann, verkaufen hier aber auch Eigenprodukte aus unseren Werkstätten, die wir herstellen, um andere Angebote als quasi reine Arbeit anbieten zu können und auch den Menschen, die bei uns arbeiten, Abwechslung im Arbeitsangebot anbieten und vorhalten zu können. Hier am Standort, den wir seit 10 Jahren betreiben, sind ca. 20 Menschen mit Behinderung, Gruppenleiter und vor allem sind hier auch ganz viele Lego-affine Leute. An Lego kann man ganz viel machen. Man kann mit Lego gestalten, man kann bauen, man kann es zerlegen, man kann sortieren üben, also all die Fähigkeiten, die man sonst in der Industrie vielleicht braucht oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt braucht, all das können wir hier mit Lego trainieren. Und was eine ganz tolle Geschichte ist, wir können hier auch aktiv im Verkauf sein und wir sind inmitten des Sozialraumes in Lahnstein aktiv und alle, die zu uns kommen, haben Berührung mit uns. Wir sind nicht irgendwo hinter verschlossenen Mauern, wir sind eine durchlässige Möglichkeit, um Teilhabern Arbeit anzubieten, also ganz vielfältig für alle Menschen, die das brauchen. Und wir sind total froh, dass wir das hier in diesem Rahmen machen können. Wir haben hier einen Lahnsteinchen aufgemacht. Das ist ein Werkstattladen der Caritas-Werkstätten Westerwald Rhein-Lahn, hier in Lahnstein im Standort Moditec. Die Idee ist entstanden durch ein Projekt, was wir früher mal hatten von Lego. Und das ist leider nicht zum Laufen gekommen. Und so hatten wir dann gedacht, ja, wir machen jetzt selbst mal was, zwar klein, aber fein, ja, wo wir hier Lego-Produkte zum Verkauf anbieten. Und der nächste Schritt wird sein, nächstes Jahr diese Produkte auch in Einzelteile zu zerlegen und die über einen Online-Shop dann zum Verkauf anzubieten. Ja. Und der Laden soll hier hauptsächlich von unseren Werkstattbeschäftigten geführt werden, mit Unterstützung von uns. Ist ein tolles neues Arbeitsangebot, was wirklich mit viel Freude angenommen wird.